mal mit Fluids heute. Und wir fangen genauso an wie beim letzten Mal. Und zwar, wir können Wireframe, wir können auch mit Z-Taste nehmen. So, jetzt gehen wir erstmal Front View. Und wieder nennen wir ein Zylinder. So. 32 Vertikals, das ist mir zu wenig. So soll der glatter werden, mal, dass es schöner aussieht. 52. Die einen sagen, wenn ich so sage, ich bin so viel, aber ist egal. So. Shift D. OK drücken. S. G. Z. So. Den nennen wir wieder nur C. Brauchen wir uns nachher wieder nicht so viel merken. OK. Den klicken wir an Add Modifier. Genau wie das letzte Mal. Boolean. Und zwar Difference und Objekt C. Okay. Apply. Up. Objekt C. So. Apply können wir jetzt drücken. So. So, der kommt jetzt wieder weg. X. So, jetzt haben wir ein schönes großes Glas. Und jetzt drücken wir den Würfel an. Jetzt genau da drum rum. Ach, jetzt adden wir erstmal wieder Icosphere. Okay. S. So. G. Z. So, ungefähr hier oben hin. Muss aber noch im Würfel drin bleiben. Und im Glas soll es auch bleiben. Und heute machen wir die Fluids wieder. Ups, muss man hier auch noch rein. Und den Würfel machen wir Domain. So. Jetzt Fluids und wir machen Inflow. Nicht Fluids. So, jetzt mache ich da mal groß. Steuerungstaste, Pfeiltaste. So, was wir heute machen, ist. So, guck mal, Inflow haben wir gemacht hier. Z minus 0,2 ist okay. Und das war es hier eigentlich schon. Jetzt, das Glas. Ja, das soll ich gleich machen. Mal sehen, was wir machen. Obstacle, Boost. So, jetzt gehen wir nochmal auf den Würfel. Und zwar 0,3 ist hier End. Jetzt gehen wir auf AD. Und jetzt kommt die Krönung. Das machen wir auf 0,001. Ah, ne, 0,002 ist besser. Geht ein bisschen schneller. 002. Der Bacon dauert jetzt, wer weiß wie lange. So, Water ist richtig, also Water. Und hier aus Preview machen wir auch Final wieder. So, wenn wir das jetzt baken, das dauert ohne Ende lange. Und aber ich fange jetzt schon mal an. Und warum ich das so auf die 0,002 gemacht habe, erkläre ich gleich. So, wir baken das jetzt mal. Wie gesagt, das dauert jetzt erstmal. Also ich sag mal so eine gute halbe Stunde auf jeden Fall. Also ich mache jetzt mit dieser Aufnahme erstmal eine Pause und ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder und wir sind bei 176 und das reicht. Wir brauchen nicht bis 250 durchbiegen. Können wir mit ESC abbrechen. So, gucken wir mal, was wir gemacht haben. Solid. So, den Taste M verbannen auf eine andere Ebene. Brauchen wir nicht. So, den setzen wir Smooth. Ach, das würde alles kleiner machen hier. So, Set Smooth. So, jetzt machen wir Alt A. So, da sehen wir wunderbar, wie der Becher sich füllt.
Und wo ich vorhin auf 0,002 gesetzt habe, das ist das Ergebnis jetzt, damit es nicht so rumspritzt. Dass es so wirklich aussieht, dass der Becher sich füllt. Oder das Glas jetzt. Okay, also, so haben wir ein Glas voll und sehen wir, die Flüssigkeit bleibt bestehen. Die verschwindet nicht auf einmal, wie sonst bei den anderen Tutorials. So, brechen wir ab. Andere Farbe. Oh, jetzt gehen wir hier rein, ruhig. Oh, das soll, ist aber so ein bisschen bierähnlich aussehen. Und jetzt machen wir retransparent auf 1,4 ungefähr. Fresnel auf 3 oder 4, je nachdem. Gucken wir mal. Das machen wir hier auf 0,8. 0,89 ist auch gut. Z transparent. So, jetzt nehmen wir uns das vor, das Glas. Add new. Und zwar die Farbe können wir lassen. Auch Z transparent. Hier auch wieder ein bisschen runter. 6,3. Jetzt machen wir Ray transparent. Na. Gucken wir mal, fressen. Dann machen wir auf 4. So. Und auch Set Smooth. Ein bisschen runder ist. Jetzt gehen wir mal bei 160 einfach mal rein. Und jetzt gehen wir die Farbe noch für den Hintergrund. Die machen wir weiß. So. Jetzt rendern wir einfach mal. Gucken, was wir da gemacht haben. Ja, das Glas sieht nicht gerade durchsichtig aus, aber da können wir die Flüssigkeit, sieht aber schon mal ganz gut aus. So, jetzt gehen wir im Frontview. Jetzt adden wir ein Part. So, R90. So, Top View. Und jetzt gehen wir hier rein. So, 3D. Gucken wir mal, wie dick der ist. Aber wir gehen am besten auf 1 jetzt. So, 120, 0,1. So. Da Bevel braucht man nicht so viel. Dann müssen wir den größer machen. So. Und wieder Front View. So, GZ. Gucken wir mal, wo wir sind. Z wieder runter. So. Und jetzt gehen wir Tab-Taste. Edit Mode. Ah, erst Front View. Front View. So, oberste anklicken. G. X. So, G. X, den auch. Kriegen wir mal jetzt GZ. Ja, nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit. Kriegen wir das da rein. Oh, Shift-Taste, die beiden mal GZ. Gucken, ob das klappt. Oh, GX, den machen wir kürzer. So, so sollte es nicht sein. Warum sich da verknotet? Ja, okay. Jetzt haben wir das soweit. Und den geben wir auch ein neues Material. Aber wir können jetzt erstmal einmal nochmal rendern. Gucken, wie das aussieht. So. Und jetzt machen wir mal Alt-A hier. Da kommt schön aus unseren Zapfern die Flüssigkeit raus.
so wie wir haben wollen. Ja, für mich sieht das schon soweit perfekt aus. Stoppen wir hierbei, weil den Zöpfer will ich noch eine andere Farbe geben. Und zwar auch beim Miro. Und gucken wir mal. Hier machen wir nichts. So, noch ein bisschen mehr. Jetzt gucken wir mal Kamera View. So, unsere Kamera, die ist jetzt wirklich nicht gerade günstig da drin. So, wir klicken mal alles hier an. So, wieder Kamera View. Der X machen wir mal, dass wir ein bisschen mehr reingucken können. Set. So. Gehen wir mal höher hier. Auf 300 von mir, wenn es voll ist. Jetzt rendern wir noch mal und gucken, wie es aussieht. Oh, unsere Flüssigkeit ist verdammt durchsichtig geworden. Was man von unserem Glas nicht sagen kann. Aber egal. So. Gucken wir unsere Flüssigkeit noch mal an. Da haben wir sie. So, auf 1. So, gucken. Ja, so sieht das schon schöner aus. So, sieht aus wie eine Flüssigkeit. Und der Becher bleibt hinterher voll, wie ihr gesehen habt. Weil das ist jetzt leichter zu darzustellen wie ein Zapfhahn. Wenn das aus der Flasche kommt, dann sieht man immer noch den Strahl. So. Ist mir dann auch leichter, euch das zu erklären. Ich hoffe, der eine oder andere hat was daraus gelernt. Ich werde das jetzt gleich animieren. Und zwar, wie gehabt, hier einfach Animation. A wie RAW benutze ich immer. Man kann auch A wie Codec nehmen oder was man auch immer möchte. Das werde ich gleich machen. Und dann werde ich das auch veröffentlichen. Das war es mal wieder für heute. Wie gesagt, hoffentlich habe ich den einen oder anderen dabei geholfen. Damit geholfen. Okay. Schönen Tag noch und tschüss.